Aber war hier wirklich nichts anderes, als dass wir hier unser Geld reinschmeißen können? Wir probieren es einfach noch einmal mit 20. Aber wir machen es einfach dreimal. Alle guten Dinge sind dabei. Okay, oder wir machen es bis 100. Deine Freude steigt um 20. Wir sind auf 40 jetzt. Ja, glückliche Zukunft. Wir machen es nochmal. Vielleicht kriegen wir da irgendwas. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Aber wir steigern es mal auf 100. Das ist jetzt auch gerade interessant. So. Ja, ich werfe mal ein paar rein. 20. Wir haben es ja so dicke. 60. Du bist fröhlicher geworden. So, bist du zufriedene Zukunft. Irgendwie, je höher der Faktor wird, umso ernüchternder werden irgendwie die Nachrichten, habe ich das im Gefühl. So, hauen wir nochmal schlappe 20 Rubine da rein. Wir haben es ja dicke. Auf 80. So, zufriedene Zukunft. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil mehr als 100, bis unser Faktor auf 100 ist, werde ich jetzt nicht da reinschmeißen. Ich will es einfach nur mal ausprobieren. Wahrscheinlich taucht dann so eine dicke Fee auf, oder was? Ja! Nee, oh, nee, die sieht ja eigentlich... Ich bin von den Göttern geschickt. Jetzt werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Was willst du? Oh. Nö, ich möchte mehr Bomben. Gut, nun kannst du maximal 15 Bomben tragen. Ich hoffe, das freut dich. Ja, mehr Gewicht schleppen! Ah, ich glaube auch in Link's Awakening für den Gameboy wurde das so gemacht, dass man da irgendwie, ich glaube, in so ein Altar, wenn man da Zauberpulver reinschüttet, dass dann so ein Kobold auftaucht, der einem dann aus Strafe mehr Last aufträgt, obwohl das ja eigentlich gut ist. Okay, warte, jetzt habe ich mich verfranst. Nee, wir müssen dahin. Genau, weg hier, weg hier, weg hier. Also das fand ich schon ziemlich lustig. Ich glaube, das konnte man aber auch zwei, dreimal machen. Er freut sich, dass er uns Schaden zufügt, weil wir mehr tragen können und wir, der Spieler dann, ach ja, ist doch praktisch, ne? Das fand ich schon ziemlich lustig. Ah, das ist aber auch schon wieder ein steinalter Spiel. So. Jetzt beeilen wir uns mal ein wenig. So. Ja, wenn man was geschenkt haben will, dann muss man schon ein bisschen was tun hier. So. Jetzt kommen wir nämlich unter die Brücke. Ja, er zeltet mal hier. Und schlecht. Ah, jetzt komm schon her. Genau. Ich sehe, Link, du steckst in Schwierigkeiten. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Ja, er gibt mir einfach mal ein Fläschchen. Genau. Was sagst du noch? Red mit mir. Wow. Beste Dialog ever. So, jetzt genau. Wo müssen wir jetzt lang? Boah, hier sind aber ganz schön viele Burgwachen aufgetaucht, seitdem die Prinzessin da gekidnappt worden ist. Gehen wir jetzt hier raus oder da unten raus? Ich glaube, das ist Jacke wie Hose. Gehen einfach hier raus. Ich glaube, da bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Schwimm doch um die Kurve. Ist es denn, wa? Ja, bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. Als wenn ich da jetzt noch schwimme. Oh, raus jetzt hier, meine Fresse. So, jetzt aber sup. Und hepp. Weiß gar nicht, ob wir nochmal mit Sahasrara reden sollen, aber ja, bringt ja eh nichts, außer vielleicht ein anderer Dialog. Genau, haben wir es nochmal voll. Können wir, wie gesagt, diesen Lichtkranz schießen. Na, ist ganz okay, wenn man auf Distanz spielen will, aber naja. So, wo müssen wir jetzt lang? Genau, hier links geht es ja weiter. Genau, zur Burg. So, die Dinger stellen ja auch keine großen Probleme mehr da. Und wir gucken mal, ob wir durch den Haupteingang reinkommen. Oh, hallo. Kriegst du einfach mal von der Seite ein. Oh, jetzt sind aber schon hier die harten Geschütze aufgefahren worden. So, das geier ich mir mal. Hallo. So, hopp, hopp. Du bist auch tot. Jetzt können wir nämlich hier durch das Burgtörchen gehen. Ah, da sind auch noch welche. Ja. So, unser Ziel befindet sich auf dem Balkon hier oben. Denn da gab es ja diese tolle Barriere, an die wir auch am Anfang nicht vorbeigekommen sind. Fällt mir gerade ein. Die haben wir ja schon mal entdeckt. Genau, jetzt können wir den nämlich einfach einrennen. So, uns hier nur noch eben hochkämpfen. Durch die lahmarschige Gefolgschaft hier. So. Na, schade, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Aber vielleicht verbirgt sich ja hier ein Herz in Dota ja nicht dagegen rennen, Linke. Ist es aber. Ah, so. Jetzt haben wir wieder unseren Lichtstrahl.
Ja, und dann begeben wir uns mal auf nach Aghanim. Das ist ja doch schon ein wenig frech, uns die Prinzessin da wegzuklauen. Genau, an Geronimo! Genau. Und wir können endlich hier reingehen. Ah, Zelda-Musik ist einfach geil. So, hier sehen wir wieder die Kerkermeister. Ich mal zwei. Aber, okay, das ist... doch, dauert ein bisschen länger, wenn man das mit dem Energiestrahl macht. Aber für Faule... ja, es ist recht angenehm. Hier gibt es auch, glaube ich, nicht so viele Abzweigungen. Oh, die sind ganz schön gefährlich. Beziehungsweise aggressiv. Was? Die lassen eine Fee? Na egal, die geiern wir uns trotzdem mal. So. Und wir haben den kleinen Schlüssel. Ja, sonst wäre es ja hier auch nicht weitergegangen. Genau, und es geht hoch. Nicht runter, sondern hoch. Das ist schön. Oh, jetzt wird es doch direkt dunkel. Naja. Augenfledermäuse. Auch nicht gerade toll. So, hallo, hallöchen. Okay, hier ging es auch so weiter. Naja, aber ich säubere gerne die Räume. Nicht, dass uns da noch irgendwas durch die Lappen geht. Vielleicht eine Kiste. Ah, bababab. Hör, ich dachte, das Ding hat mich getroffen. Ah, jetzt hat er mich aber getroffen. Ist es denn wahr hier? Ah. Nee, doch. Nee, schade. Ich dachte, ich könnte da drüber werfen. So, jetzt aber... machen wir doch mal ein wenig Licht gleich. So, da ist die Tür, da müssen wir durch. Wo verbirgt sich der Schlüssel? Okay. Wir haben irgendwas aktiviert. Nur was, ist jetzt die Frage. Eine andere Tür? Ach, hier sind wir. Ja, wie gehe ich im Kreis? Mein Walkthrough. So, wo haben wir denn die Fackel? Genau, machen wir hier ein klein wenig Licht. Perfekt. Oh, oder haben wir gerade die Tür dahin gespawnt? Die Truhe, nicht die Tür. Na? Oder befindet sich der Schlüssel unter einer dieser Krüge? Finden wir es heraus. Naja, machen wir doch nochmal Licht hier. Ist ja schon ein wenig nervig. Da. Sup. Oh, okay, Sackgasse. Machen wir noch ein wenig mehr Licht. Ach Gott. Hä? Bin ich jetzt blöd? Oh, ich bin blöd. Ich bin blöd. Gehen wir doch hier lang. Genau. Ach ne, schade, ich dachte, es wird funktionieren. Ja, und wir haben den kleinen Schlüssel. Dann haben wir ja wirklich gerade mit dem Aktivieren des Steinblocks da die Truhe dahin gezaubert. Sonst hätten wir uns hier noch einen Wolf gesucht. Oh, jetzt ist es wieder ganz dunkel. Jetzt sehen wir auch zu, dass wir hier rauskommen. Genau. Wer wartet hier auf mich? So. Verschwindet. Oh! Ganze Ampulle. Mal ein bisschen Ausschau halten nach eventuellen Rissen in der Wand. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir jetzt nochmal in den Geheimgang gekonnt hätten. Weil, wie gesagt, da waren ja auch so zwei, drei Stellen, wo Risse waren noch. Verdammt! Ah, diese verdammten Bogenschützen, habe ich gerade nicht gesehen. Ah, Mist. Ich dachte, der hätte mir da jetzt nochmal so ein bisschen Heilung gegeben. Ne, deswegen wähle ich jetzt mir auch mal den Bumerang aus. Können wir wenigstens noch so ein paar Gegner paralysieren. Oh, ja genau, zum Beispiel den da hinten, den ich jetzt gar nicht gesehen habe. So, zack. Herzchen. Aber Licht ist mir jetzt doch lieber. Ja. So, friss das. Zack. Ah, jetzt haben wir wieder volle Energie. Sehr schön. So, Rubinchen eingesammelt. Das... ah, verdammt. Oh. So, was hat der jetzt gemacht? Hat er jetzt hier irgendwo eine Truhe hingeschmissen? Ey. Ey. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Nö, dann hat er uns wahrscheinlich die Tür geöffnet. Okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, ob die jetzt verschlossen war. Aber wir haben wieder volles Leben und können hier so ein bisschen rumspielen. Oh. Ach, goddammit! Die! Okay, wir haben den Schlüssel. So. Oh, oh, oh. So, wir kommen jetzt wieder eine Etage höher. Ach, endlich Licht, genau. Wupp, 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 wupp. Verschwindet, 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 verschwindet. Verschwindet, verschwindet. Spürt meine Macht. Nee, die Lampe lasse ich mal ausgelöst. Oh, da ist wieder so eine Textbox hier.
Hör gut zu, Link. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Woher weiß er das? Naja, so weiß der unerfahrene Spieler wenigstens, was er zu tun hat. So, euch können wir auch ganz easy kaputt machen. Mit unserem Lichtbogen oder Sternenkranz oder was auch immer. So. So, tschüss. Und tschüss. Ja, noch nicht ganz. Ah. There is a key. Ich hoffe nicht, dass der verschwindet. Naja, ich will das Risiko mal nicht eingehen und sammle den mal sofort ein, genau. Noch ein bisschen Geld. Wir haben ja leider letztens mal so viel verbraten da. 100 Rubine gegen einen bei diesem komischen Spiel. Ja, das hat sich nicht wirklich rentiert. Naja. Oh, wir haben alle Bomben voll. Oh, jetzt fährt das Spiel aber alle Gegner auf hier, die einem auf den Ping gehen können. Ah! So, ah, 20 Rubine. Kerkermeister noch eben kaputt gemacht. Vielleicht taucht er irgendwas auf. Kiste mit dem Herzteil. Nö. Na, tschüss. Und es geht noch ein Stockwerk höher. Und somit weiter nach Zelda. Ey, das war unfair. Ich kann euch nicht treffen, aber ihr könnt mit euren Bögen, wo? So. Oh. Stirb, stirb, stirb. So, alles voll jetzt. Genau. 15 Bomben, 30 Pfeile, volle Herzen. Das ist doch toll. Du verschwindest. Na? Okay, und tschüss. Numero uno. So. Un, dos. Nee. Nix tres. Oh, jetzt geht sogar gerade nach oben. Oh, jetzt wird die Musik still. Oh, oh, siebter Stock sind wir. Oh. Da ist der Sack. Oh, la, la, Link. Schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Anmut. Aber nicht mehr lange, Kleiner. Mach doch was, Link. Mach was. Tu etwas. Er spielt Marionette mit ihr. Nein. Zelda in ihrem Schlafrock. Nein. Ja, Zelda disappeared. Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn die goldene Macht ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Ja, nix da, mein Freund. Wir folgen jetzt mal. Oh, da ist er nicht. Da auch nicht. Ach. Wer hätte's gedacht? Ja. Schöne blaue Wand hier. Oh la la, du möchtest mich zu einem Duell herausfordern? Nichts lieber als das. Okay, dann befolgen wir mal Sahasralas Rat und schleudern seinen Scheiß auf ihn zurück. Ja. Und das ist auch der ganze Kampf. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir mit dem Rücken zur Tür stehen und er halt oben, dann schleudert er nämlich Blitze. Ja, die könnten ein bisschen gefährlich werden. Und ansonsten schießt er noch, glaube ich, hier so kleine Lichtstrahlen. Genau, hier sowas. Können wir aber auch ganz einfach ausweichen. Weil ich glaube, auch mit unserem Schild jetzt blocken. Aber der Kampf ist wirklich nicht allzu schwierig. So, jetzt müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. Genau, da macht er nämlich seine Blitz, seinen Thunderstorm. Komm mit, Drehung. Roms! Genau. Jetzt hat er uns nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Ja, der Kampf vermag vielleicht am Anfang schwieriger klingen, als es eigentlich ist. Aber okay, da dachte ich könnte einfach mein Schwert dagegen halten. Aber nee, habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Oh, ist es denn wahr? Auch noch daneben. Genau, Eintrittswinkel, gleich Austrittswinkel, da habe ich ein bisschen gepennt. Stand ich ja ein bisschen schräg. Oh, jetzt macht er wieder seine Blitze. Ich hoffe mal, der dreht sich nicht noch. Er ist auch ein bisschen dämlich. Irgendwie steht neben ihm, wo er zieht trotzdem nach da unten. Naja. Komm. Rabombs. Oh lala, das war einem Helden würdig. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention! Attention! Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ha! Wow, wow, wow. Was macht er denn jetzt? Wow. Ja, meine Freunde.
Da wären wir. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Sahasrara, der zu dir spricht. Ach, sag bloß. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du 7 Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der 7 Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte. Genau, zack. Wir gucken nochmal eben auf die Karte, was uns erwartet. Ach so, jetzt hat er uns nur den Palast der Dunkelheit markiert. Aber ich glaube, der Part ist jetzt wieder lang, beziehungsweise ein bisschen zu lang. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part begeben wir uns zum Palast der Dunkelheit. Bis dann, meine Freunde.